Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch mein Rezept für Gilbert. Das ist ein uraltes Gericht in der türkischen Küche, was ich noch von meiner Oma kenne. Meine Mutter hat das auch oft gemacht und ich mache das auch bei mir zu Hause. Ich habe hier kochendes Wasser, dazu brauchen wir 2 Eier. Joghurt habe ich schon mal in kleine Schälchen reingepackt und abgesalzen. Dann ein Esslöffel Butter, Paprikapulver und Blattpaprika. Das ist sehr, sehr einfach gemacht, kann man sowohl zum Frühstück auch ganz normal zum Mittag essen. Ich lasse das Wasser kochen. Ich habe da ein bisschen Salz reingetan. Sobald das Wasser anfängt zu kochen, gebe ich dann meine Eier da rein. Ihr müsst nur aufpassen, dass sie dann auch ganz bleiben, dass das Eigelb jetzt nicht platzt, und lassen dann die Eier hier köcheln. Wie gesagt, also ich lege sehr viel Wert darauf, dass bei mir zu Hause alles gekocht wird, sodass meine Kinder das auch kennen. Das ist nicht nur mit dem Essen, sondern auch mit der Sprache. Also da lege ich wirklich viel Wert drauf. Die Kinder sollten auch erstmal die Muttersprache können und ihre Tradition, dann können sie sich auch besser integrieren. So, dann gucke ich immer. Also das Eiweiß muss schon so fett sein, dass man das einfach aus dem Wasser rausnehmen kann. Und auf der anderen Seite habe ich schon mal meinen Herd angemacht und lasse dann meinen Butter schmelzen. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr dann euren Ei einfach da rausnimmt, sobald das gar geworden ist. Also das Eigelb muss ja ein bisschen flüssig bleiben. So 2-3 Minuten, also nicht länger. So, jetzt nehme ich das raus aus dem Wasser, lasse es ein bisschen kalt werden und gebe das dann direkt über dem Joghurt. Mach schon mal mein Herd aus. Schon abtropfen. Gebe dann Blattpaprika und Paprikapulver noch dazu, rote Paprikapulver. Entweder könnt ihr das so machen, wie ich das gemacht habe, in kleine Schälchen und dann für jede Person auf dem Tisch servieren. Oder ihr könnt natürlich auch eine große Schale nehmen und alles da rein. Da kann sich auch jeder aus der Schale rausnehmen. Jetzt mache ich dann einfach Butter drauf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.